Grenzübergang Karikata, Karistan, 16.04.1981. Stavku varíšu, me do budu latko adru. Padrodniki adali, me to hudka grudok. Eto nie ta przewadko, liszto niewielka, od dripa i dziura. Za to warisz komisar, waliszto et was akatok. Eno, podsiadaj wsiem regulków, ili opokończyli szkali rozników. A duli małasi, wecz to ili akristkow maczko mu. Dame tradzież. No, posłał raporta, aż warisz komisar. Popowdzia. Bolicka. Dobro, Bazoljowicz Bolicji Godrabandi. Und somit herzlich willkommen bei Godraband Polis, der Prolog. Ich würde sagen, wir starten gleich in das Spiel und somit herzlich willkommen bei Contraband Police. Ich weiß, ich sehe etwas lustig aus, aber ich dachte mir, passenderweise ziehe ich doch mal so eine Mütze an und ich würde sagen, es passt sehr gut. Von daher, let's go und sprechen mal mit dem Wachmeister Repnin. Macht nichts. Okay. Fängt schon mal gut an. Wir sollen mit ihm sprechen, aber... Er hat gar nichts zu sagen. Okay, gut. Akaristanska. Entschuldigt bitte mein gutes oder schlechtes... Ich wollte gerade sagen, entschuldigt bitte mein schlechtes Russisch. Oder Polnisch. Ich denke mal, es ist Russisch, was hier gesprochen wird. Erwartet nicht allzu viel von mir. Arrestzelle. Igor Akarov. Okay. Dienstmappe. Gut. Also das Spiel handelt eigentlich davon, dass wir hier Grenzkontrollen durchführen müssen. Und wir sind manchmal etwas ein korrupter Kopf, würde ich sagen. Und sind gerne auch mal auf Stress aus. Heilige. Vor- und Nachnamen. Okay. Das Ganze ist wohl wirklich sehr ausführlich, wie es scheint. Es enthält die notwendigen Informationen über das Vorgehen bei den Kontrollen, Zulassungsregeln sowie Länder und Fahrzeugtypen. Ich würde sagen, ich schaue mir das einfach mal an. Wenn wir denn auch dazu kommen. So, bitte schön hereinspaziert. Und schön hier anhalten auf diesem markierten Bereich. Dokumente.
Na dann bitte die Papiere. Proszę rado. Sem budu eto pariatko. Listować was różnych aktów. Siem przejadziciele, madra aerodniczna, dokumenta, pasporta acz maszynu, rejestracyjna karta. Pas różnych automatycznych komparatno instrumentu, eto kontrolna przejadziciela miano, et lichorosny na siem dokumenta. Okay, wir müssen jetzt also den Fahrzeugschein abgleichen mit dem Pass. Nie tak mamry, acz kontrolny dokumentu. Danie pitschaja radniwny świeta stanu rejestracyjno blaszku. Przejadziciela potryczku, aromaszynu, maksymalna tonaża. Siem horoszna. Fehlende Dokumenten sind der einzige Grund für die Verweigerung der Einreise. Okay, Nachname und Name ist schon mal richtig. April 1982, noch ein Jahr gültig, das ist auch gut. Stempel. Kennzeichen. Avier Mienice Andinia. Chalazna ili was jego sajad? YXL0364WC, das stimmt überein. Sieht eigentlich ganz okay aus, das Auto. Von daher würde ich sagen, lassen wir den mal einreisen. Viel Spaß! Gut. The Voice of Akaris dann. Kollaboration aufgedeckt. Nikolai Rotznikow, Kommandeur der Grenzpolizei in Karikatka, wurde der Kollaboration mit Terroristen der regierungsfeindlichen Bewegung The Blood Fist beschuldigt und wegen Hochverrats zu 10 Jahren Arbeitslager verurteilt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zu Bestechungsvorwürfen in der Polizei von Akaristan. 6 weitere Personen, die mit Ratsnikow zusammenarbeiteten, werden befragt. Grenzoffizier verhaftet. Okay. Interessant. Nächstes Auto, bitte. So, hier könnte man noch das Auto biegen. Ja, da ist schon mal die Scheibe kaputt. Przejadziciel Nieta, pakarski arrodnik. Siem zagrobniki madro walidno kartu przejadzicielstwa. Służny przejadziciela acz wracho nażyk. Okay, bitte einmal die Dokumente. Atmatur. Was? Safe da so... Okay. Königreich von Irkei. Das Datum ist in Ordnung. Passnummer stimmt auch. Gültigkeit ist auch gut. Arbeit. Allerdings stimmt der Fahrzeugschein nicht überein. Fahrzeug.
Und die Scheibe ist kaputt. Das ist gut. Maximalgewicht können wir auch noch überprüfen. Soll bei so einem kleinen Auto nicht der Rede wert sein. Kann man denn jetzt irgendwie sagen, dass die Tür kaputt ist? Oder sind wir gar noch nicht so weit? Republik Kagastan. Königreich von Ekeri. Stimmt doch überein, hä? Ah, sorry. Dieser Stempel ist es. Kann ich denn jetzt nicht irgendwie sagen, dass die Scheibe kaputt ist? Scholek. Denn so ist ja das Auto nicht fahrtüchtig. Theoretisch. Eigentlich. Zerbrochenes Fenster. Na gut, ich kann jetzt nichts anderes machen. Ist ach so. Okay. Ja, das stimmt nicht mit dem überein. Trotzdem genehmigen oder verweigern? Ich glaube eigentlich verweigern. Oh nein, Agneta Pott. Stimmt das? Ja, das Auto ist nicht auf ihn zugelassen. Der Fahrer erfüllte nicht die Anforderung, das Land zu betreten. Okay, das ist gut. So. Okay. Platte, Reifen, Autoscheibe zerbrochen. 2. Scheinwerfer zersprungen. Spiegel fehlen. Was? Okay. Offensichtlich habe ich das sehr viel übersehen. Das sieht ja auch sehr interessant aus. Dabei, Cevarisu Kommandiro! Ja, guten Tag, guten Tag. Arosko, propsa, amana. Atmator. Danke sehr. Der Name stimmt schon mal überein. Passnummer. Januar 82 ist auch gut. Auch hier die Gültigkeit. Auch gut. Wegen Arbeit ist er hier. Und er kommt von woher denn? So ein
bolir. Okay. So. Das stimmt auch. Varilla 4x4, 1700 Kilogramm. Das ist auch gut. Das Nummernschild stimmt auch überein. Reifen sehen auch gut aus, Scheiben eigentlich auch. Ein Licht ist zerbrochen. Sieht alles normal aus. Fahrzeugtyp. Keine Ahnung, wie man jetzt das überprüft, aber gut. Scheint eigentlich alles in Ordnung zu sein. Scheinwerfer zersprungen. Ob jetzt hier die Karosserie defekt ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ansonsten eigentlich alles gut. Okay, ich mal. Prosego Daina! Ja, dir auch. War vorsichtig. Karosserie-Defekt. Okay, das war nicht genau das. Und ein Scheinwerfer kaputt. Ansonsten alles gut. Ja. Nächste Person bitte. Aha. Schon mal eine Scheibe kaputt. Es ist der Kofferraum. Scheinwerfer sehen gut aus. Reifen auch. Spiegel auch. Danke sehr. Du hast einen Schnauzer. Stimmt. Ach so. Ich komme dann später wieder. Sieht aus, als ob man schlafen müsste. Da ich wahrscheinlich zu müde bin, offensichtlich. Kannst du das fertig machen? Nicht? Okay. Dann halt nicht. Was mache ich jetzt mit dir? Ja. Verweigen. Sorry. Habe ich jetzt nicht gesehen. Kommt ein anderes Mal wieder, ne? Tschüss. War sicher jetzt alles falsch? Ich hatte keine Punkte mehr. Du kannst dich nicht ausruhen. Aber ich kann ja nichts mehr kontrollieren.
nego dai nada. Das Spiel scheint sehr komplex zu sein, wenn es sogar Zellen gibt. Aber was mache ich denn jetzt? Solek. Wenn ich keine Punkte mehr habe. Zweite Varisu. Einfach weitermachen wahrscheinlich. Oder war es das schon mit dem Prolog? Beziehungsweise der Demo. Ein kaputtes Fenster. Danke sehr. So, offensichtlich habe ich irgendwie keine Punkte mehr und kann nichts mehr machen. Kontrollieren. Okay, zwei platte Reifen. Junge, Junge. Okay. Also. Platte Reifen, zwei Stück, Autoscheibe zerbrochen. Warte. Fällt da die Stoßstange hinten? Scheint mir irgendwie fast so. Innenraum sieht gut aus, Spiegel hast du beide. Ich glaube, das wäre alles. Bye. Fahrdokumente, Fahrzeuggewicht. Ja genau. Das ist meine Wohnung. Naja gut, okay. Lief jetzt nicht so gut.